Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Gesprächsreihe Themen der Zeit. Ich freue mich, dass unter unseren Gästen Frau Dr. Alice Weidel anwesend ist, viel beschäftigt und trotzdem hat sie es sich nehmen lassen, heute hier zu sein. Und viele Repräsentanten aus der Bundestagsfraktion auch. Und das alles ist nicht selbstverständlich, das muss ich sagen, aber es hat einen besonderen Grund. Unser Gast und Referent des heutigen Abends ist der frühere Innenminister und heutige Clubobmann der FPÖ, Herbert Kickl. Herzlich willkommen, sehr geehrter Herr Clubobmann, lieber Herr Kickl. Die Desiderius Erasmus Stiftung freut sich sehr, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Und für alle, die des Österreichischen nicht mächtig sind, und als langjährige Österreich-Urlauberin will ich gerne dolmetschen, denn viele österreichische Begriffe versteht man hier in Berlin eher nicht. In Bayern geht es manchmal, aber in Berlin kaum. Wer weiß denn, dass Marillen Aprikosen sind oder Semmelbrötchen oder dass sich bei Paschiertem um Hackfleisch handelt? Und ein Clubobmann, das ist ganz einfach ein Fraktionsvorsitzender. Trotzdem sprechen Österreicher und Deutsche gemeinsam Deutsch, auch wenn wir uns im doppelten Sinne bereits seit Friedrich dem Großen nicht immer wirklich verstehen. Hatte sich doch unterstanden, Maria Theresia Schlesien zu entwinden. Mein Großvater war Schlesier, und zwar mit Leib und Seele. Letztlich war ihm unerheblich, ob Habsburg oder Preußen, er sagte, Schlesier bleibt Schlesier. Herbert Kickl hat sowohl als Innenminister in der Regierung Sebastian Kurz, aber auch bereits lange zuvor die Massenmigration in Richtung Europa, insbesondere in Richtung Österreich und Deutschland, sehr kritisch ins Visier genommen. Und als Innenminister hat er dann alles unternommen, um dem Migrationsdruck eine Grenze zu ziehen. Und als langjährige Innenpolitikerin im Deutschen Bundestag habe ich das seinerzeit mit großer Erleichterung und auch mit Dankbarkeit registriert, denn unsere eigene Bundesregierung hat seit 2015 gnadenlos entgegen der Rechtslage eine Politik der offenen Grenzen verfolgt. Vorgeblich aus Menschenfreundlichkeit. Aber meine Damen und Herren, es war Max Weber, der von Politikern einforderte, verantwortungsethisch und nicht gesinnungsethisch zu handeln. Und die Frage der anhaltenden Massenmigration korreliert mit einer bereits zuvor zu beobachtenden Veränderung der Bevölkerungszusammensetzung. Nicht nur in Deutschland, sondern ich habe das auch in Österreich beobachtet oder noch gravierender in Frankreich. Der frühere sozialdemokratische Bundeskanzler, und es kommt einen schon hart an, dass man darauf zurückgreifen muss, Helmut Schmidt, hat bereits 2004 gewarnt. Er sagte, mit einer demokratischen Gesellschaft ist das Konzept von Multikulti schwer vereinbar. Und er fügte 2005 an, wir müssen weitere Zuwanderung aus fremden Kulturen verhindern. Und der deutsche Kabarettist Dieter Nuhr hat 2006, heute würde er es wahrscheinlich so nicht mehr sagen oder sich nicht wagen zu sagen, er sagte nämlich, bei der Fußball-Weltmeisterschaft habe ich mir Österreich gegen Kamerun angeschaut. Auf der einen Seite Exoten, fremde Kultur und wilde Riten, auf der anderen Seite Kamerun. Meine Damen und Herren, wir leben erkennbar in einer Welt, die sich zunehmend rasanter im Umbruch befindet. Eine bipolare Welt mit zwei Kraftzentren ist nach dem Ende des Kalten Krieges einer immer komplexer werdenden multipolaren Welt mit neuer Unübersichtlichkeit gewichen. Und diese Unübersichtlichkeit mündet in immer zahlreichere und immer verwobenere Konfliktfelder, und zwar weltweit. Insbesondere aber, und das ist für uns hier wichtig, vor Europas Haustür. Und das verunsichert und zeigt Land auf Land ab letztlich ratlose Politiker, die jetzt als Lösung das Pferd zumeist von hinten aufzäumen.
Aktuell erfahren die Menschen in den wohlhabenden, bislang noch stabilen Industriestaaten durch die anschwellenden weltweiten Flucht- und Migrationsbewegungen sehr plastisch, oft auch vor ihrer Haustür, wie eng Innen- und Außenpolitik im Zeitalter der Globalisierung miteinander verwoben sind. Und seit Jahren zeichnet sich doch schon ab, was zu viele, wirklich zu viele, erst mit den Migrationsströmen ab 2015 registrierten. Wissenschaftler wie der britische Ökonomieforscher der Universität Oxford, Paul Collier, oder der deutsche Bevölkerungswissenschaftler Gunnar Heinsohn haben schon sehr lange Massenzuwanderungen prognostiziert und gewarnt, was uns erwarten wird. Ich habe noch als Bundestagsabgeordnete vor vielen Jahren mit Gunnar Heinsohn darüber gesprochen und er hat uns schon damals gesagt, was hier auf uns zurollt. Aber erst als die Probleme sozusagen ins eigene Haus in Form von Menschen und deren Schicksal hineinschwappten, ist mancher überhaupt erst aufgewacht. Sehr viele, leider auch zu viele Regierungen, haben noch immer nicht begriffen, dass mit der Aufnahme und Versorgung der Migranten die Probleme eben nicht gelöst werden, sondern sogar sich noch verschärfen, weil es zu Sogwirkungen kommt. Derzeit sind aktuell über 70 Millionen Menschen auf der Flucht oder unterwegs. Zusätzlich wächst vor allem in den afrikanischen Staaten die Bevölkerung rasant weiter. Von heute 1,3 Milliarden in Afrika alleine, geschätzt auf rund 2 Milliarden bis zum Jahre 2050 auf diesem Kontinent. Derzeit sitzen laut Prognose von Professor Gunnar Heinsohn Minimum 200 Millionen Afrikaner auf gepackten Koffern Richtung Europa. Die zentrale Frage für uns in Deutschland, für Österreich und die gesamte Europäische Union muss lauten, wie können wir das verhindern? Wie kann der Wanderungsdruck eingedämmt werden? Und das ist keine Banalität. Wer seine Sinne beieinander hat, weiß, dass es sowohl um unsere kulturelle als auch um unsere wirtschaftliche Existenz dabei geht. Nicht mehr und auch nicht weniger. Wer es nicht begreift, ein Blick auf den Globus zeigt uns, wie riesig Afrika ist. Auf diesem Kontinent haben ganz China, ganz Indien, die Vereinigten Staaten, die gesamte Europäische Union spielend Platz. Und nur wer eins und eins nicht zusammenzählen kann, glaubt, dass wir das afrikanische Elend in Deutschland oder durch Verteilung in der Europäischen Union durch viel Hilfsbereitschaft zu lösen vermögen. Da muss man ganz einfache Fragen stellen. Ist es eigentlich Aufgabe der Europäischen Union, Menschen vor Afrikas Küsten aus dem Meer zu retten und nach Europa zu transportieren? Ist es nicht vielmehr Aufgabe der Afrikanischen Union, sich um die eigenen Menschen endlich zu kümmern? Ist es Aufgabe der Europäischen Union, Menschen aus Afrika vor Krieg und Verfolgung hier in Europa Schutz zu gewähren? Ist es nicht vielmehr primär Aufgabe der Afrikanischen Union, Menschen in friedlichen Schutzzonen, die es dort in Hülle und Fülle gibt, unterzubringen? Möglichkeiten dazu bietet dieser riesige Kontinent mit seinen sehr enormen Ressourcen in jedem Fall. Wie aber bringt man die Staaten dieses riesigen und an Bodenschätzen reichen Kontinents dazu, endlich die eigenen Probleme auch selbst lösen zu wollen? Es hängt mit dem Wollen zusammen. Sie stehen ja schon lange nicht mehr unter der Kuratell von Kolonialherren, also auf dieses Modell kann man sich nicht zurückziehen. Helfen Streicheleinheiten und noch mehr Geld für Afrikas korrupte Potentaten. Trägt gar ein grenzenloses Europa dazu bei? Lieber Herr Kickel, viele Fragen, Sie haben das Wort zu einer existenziellen Antwort. Ja, danke schön, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Steinbach, für diese hervorragende Einbegleitung möchte ich sagen, Sie haben ja
von der akademischen Seite her vieles aufgerissen, was für uns auch politisch ein Problem ist. Und Sie haben, glaube ich, von Leuten gesprochen, die auf der ganzen Welt auf ihren gepackten Koffern sitzen. Wir können Gift darauf nehmen, sie werden bald hier bei uns auf unseren Taschen liegen. Ja? Und das sind Entwicklungen, glaube ich, wo wir alle gefordert sind, auch entsprechend politisch den Schulterschluss zu suchen und diese Dinge hintanzuhalten. Ich darf mich herzlich für die Einladung hierher bedanken und für die Gelegenheit, vor diesem ausgewählten Publikum eine kurze Rede zu halten. Ich habe gehört, in etwa 45 Minuten soll ich fertig sein. Ich werde mich darum bemühen. Es wird eine politische Rede werden. Was anderes, glaube ich, werden Sie von einem Politiker auch nicht erwarten. Sie müssen eines wissen, für mich ist das ein gewisses Novum. Ein Novum, ich bin zwar seit vielen, vielen Jahren jetzt in der sogenannten Spitzenpolitik der Freiheitlichen Partei unterwegs, aber ich habe alles gemacht, nur keine Auslandskontakte. Das ist also für mich ein völliges Neuland, das ich mit dem heutigen Besuch hier auch betrete. Das hat den Nachteil, dass ich viele von Ihnen erst jetzt kennenlernen darf, viele interessante Persönlichkeiten, und ich habe heute schon bei meinem Besuch in der Bundestagsfraktion der AfD diese Gelegenheit intensiv genutzt und Kontakte geknüpft. Das hat den Vorteil in Tagen wie diesen, dass wenn man wenig im Ausland unterwegs ist, zumal wenig in den Süden reist, dass man dann auch nicht in die Nähe davon kommt, vielleicht ungewollt zum Darsteller auf einem Politurlaubsvideo zu werden, das uns zurzeit in Österreich als Freiheitliche Partei mehr plagt, als uns recht ist. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich war natürlich schon einmal in Berlin. Und ich war in Berlin aus einem politischen Anlass heraus, und zwar in meiner Zeit, als ich Innenminister der Republik Österreich gewesen bin. 1,5 Jahre lang habe ich dieses Amt ausüben dürfen, und es war mir eine wirkliche Ehre, meiner Heimat dienen zu dürfen. Und ich war in Berlin, um in der Sache unserer Ratspräsidentschaft, die ja den Titel getragen hat, Europa schützen, das Gespräch mit Horst Seehofer zu suchen. Nun, was soll ich sagen, ich bin optimistisch angereist und habe das Flugzeug dann doch einigermaßen desillusioniert wieder bestiegen. Zum Pessimisten hat mich auch Seehofer nicht machen können. Aber was ich versucht habe, ist meinen Amtskollegen, ja, wie soll ich es sagen, anzustecken oder zu infizieren mit einem Tempo, mit einem Mut, mit einer Dynamik, möchte ich sagen. Mit einer Bereitschaft, sich anzulegen, mit einer Bereitschaft, auch den Konflikt in essentiellen Fragen auf europäischer Ebene zu suchen, mit dem Anliegen, mit mir gemeinsam eine Schweigespirale in der ganzen Frage von Asyl und Migration auf europäischer Ebene zu durchbrechen. Das war mein Bemühen. Ich habe als Innenminister in meinen Tätigkeiten im eigenen Land, bei Besuchen wie dem bei Horst Seehofer und auch auf europäischer Ebene, eigentlich nur Dinge versucht, die man unter dem Begriff zusammenfassen kann, dass wir Herren im eigenen Haus bleiben wollen und nicht leidende Zeugen eines Niedergangs, von dem wir glauben, dass er quasi schicksalsgegeben ist und wir nichts dagegen unternehmen können. Also das Ziel ist es gewesen, den gesamten Bereich der Asyl- und Migrationspolitik von einem Reaktionsmodus in einen Aktionsmodus zu bringen oder, wenn man so sagen will, von einem unverantwortlichen Träumermodus in einen verantwortungsbewussten Wirklichkeitsmodus. Das war das ganze Anliegen, das ich versucht habe, im Bereich der Asyl- und Migrationspolitik voranzutreiben. Was soll ich Ihnen sagen? Der Herr Seehofer war mehr oder weniger immun gegen meine Bemühungen. Nicht? Das ist, es ist nicht so, dass er nicht interessiert zugehört hätte und auch im stillen Kämmerchen dann gesagt hat, ja, ja, du hast schon recht, aber die Einsicht ist dann bald einer anderen Einsicht gewichen, nämlich die, dass man schon ein Problem hat, sich mit der Bundeskanzlerin anzulegen, die ja aufgrund ihrer Kompetenz über ihm steht, und dass es dann schon überhaupt schwierig wird, wenn man versucht, auf der europäischen Ebene neue Wege zu gehen. Das war das Ergebnis des Seehofer-Gesprächs. Dafür sitzt er aber jetzt noch im Sattel und ich bin meinen Innenministerposten los. Ja? Und das zeigt, wie dann das System auch darauf reagiert, wenn man es unternimmt, die Dinge, wie ich meine, und das ist notwendig, vom Kopf wieder auf die Füße zu stellen. Und heute bin ich wieder hier in Berlin und
der Vergleich macht sicher, möchte ich sagen, denn es ist ein ganz anderes Publikum, mit dem ich es hier zu tun habe. Ich bin heute zu Gast bei einer aufsteigenden, dynamischen politischen Kraft, Frau Weidel. Das lassen wir uns nicht nehmen, das so einzuschätzen. Das können wir ganz gut aus österreichischer Sicht und vor unserem Erfahrungshintergrund. Ich bin zu Gast gewesen bei der einzigen Alternative für Deutschland. Darauf lege ich Wert. Und ich bin zu Gast bei politisch und patriotisch denkenden Menschen, wo ich Ihnen versichern kann, dass weit über die Grenzen Deutschlands hinaus hier eine große Erwartungshaltung auch besteht, was Ihr politisches Wirken betrifft, weil es muss ja nicht immer so sein, dass alles, was im Bereich der Migrations- und Asylpolitik von Deutschland ausgeht, zum Schaden für den Kontinent ist. Aber das wird niemand anderer umkehren können als die AfD. Und dazu wollen auch wir unseren Beitrag leisten. Ich denke, wir haben unglaublich viele Gemeinsamkeiten auf programmatischer Ebene, aber nicht nur das. Uns verbindet, wie schon angesprochen, auch eine gemeinsame Sprache und nicht nur das. Ich glaube, auch wie wir die Sprache verwenden, da gibt es Ähnlichkeiten. Wir reden nicht um den heißen Brei herum. Wir sprechen die Dinge im Klartext an und wir legen die Finger in die Wunden, dort wo es notwendig ist, auch wenn es vielen nicht gefällt. Und ich glaube schon, und das ist mein politisches Credo, dass man auch in der Asyl- und Migrationsfrage so sprechen muss, dass die Menschen es verstehen und nicht so, dass man der Erwartungshaltung der vorher zitierten Träumer entspricht. Uns verbindet eine gemeinsame Tradition, ein Werteverständnis, uns verbindet, glaube ich, auch die Bereitschaft dafür zu kämpfen, dass unsere Identität, dass unsere Heimat erhalten bleibt für die kommenden Generationen. Ich glaube, da geht es gar nicht mehr so sehr um uns, sondern es geht um diejenigen, die nach uns kommen. Und von denen wollen wir nicht haben, dass sie zu Fremden in der eigenen Heimat werden. Und wir haben noch eine große Gemeinsamkeit, Frau Weidel. Und das ist, dass wir beide, Sie mit der AfD und wir mit der Freiheitlichen Partei, ja, die natürlichen Gegner eines Systems sind. Die natürlichen Gegner eines Systems, das glaubt, dass Verwurzelung, dass Identität, dass Heimatliebe, dass die Pflege der eigenen Tradition, dass eine Interpretation von Freiheit, die das Gegenteil von blanker Willkür ist und dass natürlich auch ein positiver Zugang zum Themenbereich Grenze etwas Negatives ist, etwas aus der Mode gekommenes ist, etwas Rückständiges ist, etwas Antiquiertes ist, etwas, das es zu überwinden gilt, wo noch Restbestände vorhanden sind. Und so sind wir der natürliche Feind des Systems. Und es wird Sie alle nicht wundern, dass ich natürlich ganz anderer Meinung bin. Ich bin ganz anderer Meinung. Ich weiß nicht, wir haben vorher darüber gesprochen, Sie haben darüber gesprochen, ob man Österreicher in Berlin versteht. Gibt es bei Ihnen den Satz, bei uns sagt der Volksmund, wer für alles offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. Ja? Und ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Und im Volksmund liegt ja oft sehr, sehr viel mehr Wahrheit, als in den komplizierten Ausführungen der selbsternannten linken Eliten. Darauf lege ich Wert. Und im Kampf gegen rechts, wenn ich jetzt uns als Gegner des Systems und das System als Gegner von uns interpretiere, da ist dann alles erlaubt. Ich glaube, da werden sogar die Gesetze der Logik außer Kraft gesetzt. Ich habe das immer wieder in Argumentationen erlebt. Und die Meinungsfreiheit ist ohnehin das Erste, was auf der Strecke bleibt, wenn es dazu nutzt, patriotische Bewegungen zu bekämpfen. Lassen Sie sich nicht entmutigen, Frau Weidel. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, die ich Ihnen aus Wien mitbringe. Links und links infiltriert. Und wenn ich von links infiltriert spreche, dieses Prädikat, das verwende ich auch für die sogenannten konservativen Volksparteien. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland und lassen Sie sich da auch nicht von Sebastian Kurz täuschen. Er gehört hier auch dazu, er tarnt das nur ein wenig besser, als es andere verstehen. Aber dieses links und links, ja? 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 Hört man das? Ah ja, gut. Ja, ja, ja. Also links und links infiltriert. Das bedeutet für mich grenzenlose Verantwortungslosigkeit im Umgang mit der illegalen Migration. Es bedeutet für mich grenzenlose Naivität und Feigheit, möchte ich sagen, im Hinblick auf die Herausforderungen des politischen Islam, des Islamismus, der, wie ich meine, rotzfrech Errungenschaften unserer Tradition, unserer Kultur gegen uns selbst in Stellung bringt, um unsere Gesellschaft zu unterwandern und auszuhöhlen. Und wir sind noch so dumm
und finanzieren das Ganze mit unserem Steuergeld. Und ihn halte ich für die gefährlichste Bedrohung für unsere Demokratie und für unseren Rechtsstaat. Aber dieses linksinfiziert bedeutet für mich auch grenzenlosen Zentralismus. Es bedeutet Unfreiheit der Völker und Unfreiheit der Vaterländer. Und ich glaube, jetzt sind wir uns alle dahingehend, wir würden alle dahingehend übereinstimmen, dass wir sagen, natürlich ist diese Europäische Union ein großartiges Friedensprojekt. Das würde ich sogar unterschreiben. Aber wenn sie wirklich Bestand haben will, dann darf es nicht nur ein Friedensprojekt sein, dann muss es auch ein Freiheitsprojekt werden. Dann muss es ein Freiheitsprojekt werden, ein Selbstbestimmungsprojekt der Staaten, ein Selbstbestimmungsprojekt der Völker. Den Frieden, den gibt es auch am Friedhof. Aber was es dort nicht gibt, das ist das Lebendige, das kraftvolle Agieren miteinander, die Dynamik, die aus der Dialektik der Vielfalt in der Einheit und der Einheit in der Vielfalt entsteht. Und das ist das Europa, um das es uns geht. Und Freiheit und Selbstbestimmung. Freiheit und Selbstbestimmung, das ist viel, viel mehr als unkontrolliert von A nach B fahren zu können. Ja? Auf das wird es ja dann in vielen, vielen Bereichen reduziert. Im Gegenteil, ich denke, dass Freiheit und Selbstbestimmung manches Mal genau die Notwendigkeit des Durchführens von Kontrollen und von Schutz, von klarer staatlicher Steuerung bedeutet, im Interesse des Erhalts unserer Identität, im Interesse des inneren und äußeren Schutzes unserer Heimat und im Interesse des Erhalts einer pluralistischen Gesellschaft, das heißt unserer Heimat, so wie wir sie lieben. Und meine Damen und Herren, Europa ohne Grenzen. Sie alle kennen ja die Schengen-Geschichte, nicht? Also in Kurzfassung die Sicherheit und der Schutz durch Kontrolle der Grenzen nach außen und dafür gibt es im Gegenzug dann keine Kontrolle der Binnengrenzen. Und das Ganze ist seit dem Jahr 1985 in mehreren Stufen aufgebaut worden. Ich glaube, Österreich war vor circa 25 Jahren gegen den Widerstand Deutschlands dann an der Reihe, Mitglied dieses Schengen-Clubs zu werden. Und das wird jeder sagen, das ist doch eine tolle Angelegenheit. Das ist praktisch, wenn ich nicht mehr im Stau stehe, das ist großartig, wenn ich den Reisepass nicht mehr vorzeigen muss. Das ist also eine tolle Sache. Und ich selbst kann mich noch daran erinnern, dass genau dieses Argument auch der Reisefreiheit und der Grenzen, die dann keine mehr sind im operativen Bereich, ein wichtiges Argument für den EU-Beitritt Österreichs damals gewesen ist. In der Debatte hat das eine große Rolle gespielt, dieses Komfort-Argument. Und jetzt ist was Interessantes passiert. Wenn Sie nämlich heute die gleichen Menschen fragen, wie Sie das denn sehen mit den Grenzen, dann werden Sie eine diametral entgegengesetzte Antwort bekommen. Dann werden Sie diejenigen, die das damals begrüßt haben, heute erleben als teilweise, ja, sage ich mal, sehr, sehr exponierte Befürworter von möglichst restriktiven Kontrollen, von einem Grenzschutz, der diesen Namen auch verdient, weil sie nämlich in diesem Grenzschutz einen wirksamen Beitrag im Kampf gegen die illegale Migration mit allen unangenehmen Nebenerscheinungen, die das mit sich bringt, sehen. Und diese unangenehmen Nebenerscheinungen liegen ja auf der Hand. Es ist die Kriminalität, da kann ich als ehemaliger Innenminister ein Lied davon singen und wir wissen, dass die Kriminalität seit 2015 in bestimmten Bereichen explodiert ist, explodiert. Aber ich rede genauso von der Pervertierung unseres Sozialsystems, das nicht mehr dazu dient, die eigene Bevölkerung in schwierigen Situationen zu schützen, sondern das in Wahrheit längst eine Art Anreizsystem für Menschen aus aller Welt geworden ist, um sich auf den Weg nach Deutschland, aber auch nach Österreich zu machen. Und die Menschen haben das begriffen, dass es hier einen Zusammenhang gibt zwischen dem 100.000-fachen Asylmissbrauch auf der einen Seite und einer Laissez-faire-Politik im Zusammenhang mit dem Schutz unserer Grenzen. Und das Ganze, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist das Ergebnis eines, wie ich es immer nenne, Traumas von 2015. Das ist ein Trauma. Das Erlebnis, einfach überrollt zu werden. Und ich weiß nicht, Sie haben wahrscheinlich alle das eine oder andere Bild aus der damaligen Zeit im Kopf.
diese unglaubliche Erfahrung der blanken Hilflosigkeit, die sich damals gezeigt hat. Da stellen sich die politischen Eliten hin, die Verantwortungsträger, die immer so stolz sind auf ihre Verantwortung und die sich das auch fürstlich bezahlen lassen und scheitern just in dem Moment, wo es notwendig ist, diese Verantwortung wirklich werden zu lassen. Und das ist ein traumatisches Erlebnis. Hilflos diesen Entwicklungen ausgesetzt zu sein, zu sehen, wie ein Staat sich selber in gewisser Weise aufgibt, wie Gesetze am laufenden Band gebrochen werden, wie der Rechtsstaat einfach kapituliert. Und verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich habe das heute auch schon in der Fraktionssitzung gesagt. Ich meine, mit diesem Vorwurf hier versagt zu haben, nicht diejenigen Polizisten, die an der Grenze gestanden sind. Die haben nur darauf gewartet, einen entsprechenden Befehl zu bekommen und sie hätten gewusst, was zu tun ist. Das Versagen ist ganz woanders angesiedelt und sie wissen, wovon ich spreche. Und das war die große Zäsur. Und dazu kommt das Wissen der Menschen, dass so etwas ja jederzeit wieder passieren kann. Man hat uns ja schon einmal erklärt, dass diese Dinge denkunmöglich sind. Wozu brauchen wir noch ein Militär? Ich kann mich noch genau erinnern, das war kurz vor diesen Entwicklungen, hat man in Österreich darüber diskutiert, wir können alles entsorgen, niemand wird dieses schwere Gerät jemals brauchen. Wir wissen heute, dass es jederzeit wieder losgehen kann. Und das Zweite, was dazu kommt, ist ein unangenehmer Erfahrungsschatz. Ich habe das kurz angesprochen. Und da können Sie hineinschauen in jedweden Gesellschaftsbereich und Sie werden überall die negativen Auswirkungen finden. Schauen Sie hinein in die Schulen und Sie sehen, dass dort ein Niveauverlust zu erkennen ist, der erschreckend ist. Ich weiß gar nicht, was aus den kommenden Generationen werden soll, wenn das in diese Richtung weitergeht. Von Integration spreche ich gar nicht mehr, sondern das ist der Versuch, noch irgendwie diese vorhandenen Gegen- und Parallelgesellschaften zu verwalten. Mehr ist es in vielen Bereichen nicht. Unsere Kinder sind damit zu Experimentiermaterial von linken Utopien geworden. Sie werden missbraucht, systematisch missbraucht. Denken Sie an das Gesundheits- und Sozialsystem, das dann an allen Ecken und Enden zu krachen beginnt, wo wir uns unglaublich schwer tun, die nötigsten Leistungen für die eigene Bevölkerung sicherzustellen, aber gleichzeitig kein Problem haben, Menschen aus aller Welt, die keinen Cent an Beitragsleistung getätigt haben, zu alimentieren. Und für viele, die hier zu uns gekommen sind, ist das Sozialsystem eine Art Familienbetrieb, in dem man sich eingenistet hat. Ja? Wenn man das geschickt anstellt, und in Österreich ist das durchaus möglich, und du hast dann die Eltern und du hast dann eine Familie, mit einer entsprechenden Familienplanung kommt man da auf mehr Geld als jeder, der einer geregelten Arbeit nachgeht. Und wenn der Letzte sozusagen dann draußen ist, dann kommen schon die Enkel nach und deswegen spreche ich dann auch von einem Familienbetrieb. Aber dafür ist das nicht gemacht worden und das ist eine Inländerdiskriminierung, die ich auch versucht habe, als Innenminister abzustellen. Und von der Sicherheit habe ich schon gesprochen, die Kölner Silvesternacht ist ja sprichwörtlich und wir haben über Dinge zu diskutieren und uns mit Dingen auseinanderzusetzen. Wenn jemand das vor 10 Jahren gesagt hätte, hätten wir uns an den Kopf gegriffen und gesagt, eigentlich denkunmöglich. Und all das hat bei der Bevölkerung eben ein Umdenken ausgelöst. Und dieses Umdenken, das ist kein brandgefährlicher Rechtsruck, das ist keine Radikalisierung von ganz normalen Bürgern, wie man uns immer wieder weismachen möchte, sondern das ist eine ganz normale, hausverständige Reaktion. Und eigentlich möchte man meinen, dass die Volksvertreter auf den verschiedenen Ebenen, dass die selbsternannten Eliten, dass die Regierungsmitglieder, dass vor allem auch die Vertreter der Europäischen Union, die ja immer die Bürgernähe propagieren, daraus ihre entsprechenden Schlüsse ziehen. Allein sie tun es nicht, sie machen das Gegenteil, sie erklären den Menschen, dass ihre Angst eine eingebildete ist, ja, und dass sie nur üblen Propagandisten auf den Leim gehen, denn in Wahrheit ist ohnehin alles gut und alles, was unternommen wird, ist ja sozusagen durch den humanitären Grundgedanken, der angeblich dahinter steckt, auch legitimiert. Also ich habe hier als Innenminister einen völlig anderen Weg eingeschlagen. Beim Thema des unmittelbaren operativen Grenzschutzes
habe ich die Europäische Union nicht um Erlaubnis gefragt, ob Österreich seine Grenzkontrollen in irgendeiner Form verlängern darf, sondern ich habe die Europäische Union darüber informiert, dass wir das tun, dass wir unser Recht in Anspruch nehmen und dass wir uns davon niemanden dreinreden lassen. Ich habe die Europäische Union auch darüber informiert, dass ich jederzeit auch die Grenzen zu anderen Ländern, also keine Verlängerung, sondern eine Neueinführung von Grenzkontrollen, dass ich auch das in die Wege leiten werde, wenn ich glaube, dass die Bevölkerung es für notwendig erachtet, um geschützt zu werden. Das war ein anderer Zugang, als ich ihn von anderen erlebt habe. Ich habe Horst Seehofer schon genannt, der immer die große Gefahr eines Vertragsverletzungsverfahrens gesehen hat. Ja, mei. Also dieses Vertragsverletzungsverfahren hätten wir dann auch bewusst in Kauf genommen. Es wäre interessant gewesen, das einmal auch bis zum Ende dann durchzufechten. Aber es ist eigentlich ganz normal, möchte ich sagen, eine solche Vorgangsweise zu wählen, für mich zumindest. Ich glaube, niemand von Ihnen würde, ich weiß nicht, den Bürgermeister, den Landeshauptmann anrufen, wenn es um die Frage geht, ob er bei sich zu Hause die Haustür zusperren darf, weil er glaubt, dass seine Familie durch diese Maßnahme besser geschützt ist. Und genauso sehe ich das auch. Und das war natürlich ein Schlag ins Gesicht oder ein Schlag in die Magengrube der gutmenschlichen Moralisierer. Derer, die diese drei Worte Europa ohne Grenzen eigentlich als eine Art Imperativ sehen. Die sehen das nur mit einem Rufzeichen versehen, anders kennen sie diesen Text nicht und sie lassen auch nichts anderes gelten. Ich habe das erlebt, auch in einer Koalition, die nach außen hin sehr harmonisch agiert hat. Das muss man sagen, aber das waren harte Schlachten im Zusammenhang mit dem Schutz unserer Grenzen. Und wir haben uns damals in der Koalition durchgesetzt bei der Frage, wie wir mit dem UN-Migrationspakt umgehen. Ich habe gesagt und meine Parteikollegen haben gesagt, das bitteschön ist ein toxisches Papier. Wenn wir hier dazu Ja sagen, dann wird dieses Papier uns früher oder später auf den Kopf fallen, weil es selbstverständlich Eingang in die Rechtsprechung etc. finden wird und wir dann mit dem Argument gefangen sein werden, dass wir ja selbst dafür gestimmt haben. Aber es war mit einer ÖVP, die von sich auch sehr gerne behauptet, einen restriktiven Asylkurs zu fahren, eine wirkliche Steißgeburt, dieses Nein zustande zu bringen. Und wir haben dort wirklich eine, wie ich immer sage, nicht rote, sondern rot-weiß-rote Linie auch in den innerkoalitionären Verhandlungen ziehen müssen. Und wir waren damals knapp davor, dass diese Koalition auch ein Ende nimmt. Aber wir waren dazu bereit, es darauf ankommen zu lassen. Das war es uns wert. Es hat also hier Probleme gegeben. Es hat Probleme gegeben ohnehin mit der sogenannten Zivilgesellschaft, das kennen wir eh alle, da ist ja, Sie haben es vielleicht selber auch verfolgt, alles mobil gemacht worden, was man mobil machen kann, also von den vermummten Linksextremisten des Schwarzen Blocks bis zu den Omas gegen rechts, haben wir da fast schon den täglichen Aufmarsch auch in Wien erlebt und es hat natürlich auch auf europäischer Ebene einiges an Staub aufgewirbelt. Und in Europa ist es so gewesen, dass man eigentlich im Zusammenhang mit Maßnahmen wie der Verlängerung von Grenzen immer davon gesprochen hat, dass wenn wir das machen, immer als ganz moralischer Appell an unsere Verantwortung als Ratsvorsitz, dass wir damit das Ende Europas einleiten. Und ich kann mich noch an viele, viele Gespräche erinnern mit dem damals zuständigen Kommissar für Migrationsfragen, Avramopoulos, ein interessanter, sympathischer Herr, mit allen Wassern gewaschen, was soll ich sagen, aber ich habe es nie verstanden, dass man ausgerechnet einen Griechen mit dieser heiklen Frage betraut. Das ist ja wirklich fast ein Treppenwitz. Die Griechen haben eine große Vergangenheit, aber eine dürftige Gegenwart, wenn ich das einmal so formulieren darf. Und ich halte es für besonders problematisch, weil wir alle wissen, dass die Griechen die Achillesferse der Europäischen Union gerade in Fragen der Migration und des gesamten Asylunwesens, wie ich es bezeichne, sind. Die sind offen wie ein Scheunentor. Und wenn Sie mit einem Griechen sprechen, dann habe ich dort auch nie eine Sekunde lang nur irgendein Problembewusstsein erleben dürfen. Es ist alles in Ordnung aus griechischer Sicht, kein Problem. Ja, aus Ihrer Sicht war es auch kein Problem, aber für uns ist es ein riesiges geworden.
Aber Avranopoulos und diese Leute haben dann immer mit einem bestimmten Muster agiert. Das ist ganz lustig, wie das funktioniert. Da wird man dann zu einem Privatissimum gebeten, nicht? Also da ist dann irgendwo etwas reserviert und dann kommt eine riesige Delegation der EU-Kommission und dann wird Druck gemacht, dann wird man bearbeitet, ja, auf das man spurt. Aber ich kann nur sagen, also auf das bin ich heute noch stolz, dass ich hier keinen Millimeter zurückgewichen bin und die österreichische Position vertreten habe, denn niemand, und darauf habe ich immer Wert gelegt, kann einem Innenminister, nicht dem österreichischen, nicht dem deutschen und keinem anderen, die Verantwortung für die innere Sicherheit seines Landes abnehmen. Das kann keine Stelle der Europäischen Union. Ja, und so habe ich das ein paar Mal erlebt und dieses Gerede vom Ende von Europa, ich habe das gar nicht für so bedrohlich gefunden. Ich habe mir gedacht, das könnte ja sogar eine Befreiung sein, nicht? Also wenn wir bestimmte Dinge dieser europäischen Konstruktion loswerden. Und zweitens glaube ich ja, dass ganz, ganz andere Dinge diejenigen sind, die ein Ende der Europäischen Union oder des Europas, das wir so sehr schätzen, bedeuten können. Die Islamisierung habe ich schon genannt. Das ist ein riesiges Problem, das unterschätzt wird. Und ich habe als Innenminister staunen müssen über die Naivität, mit der man teilweise an diese Dinge herangeht. In Österreich ist es zum Beispiel Islamisten gelungen, sich ganz, ganz maßgeblich in den Gesetzwerdungsprozess des Islamgesetzes einzuschleusen, also jenes Gesetzes, der ihnen das Handwerk legen soll. Das ist auch eine Meisterleistung des damaligen Integrationsstaatssekretärs Sebastian Kurz, aber so schaut das Gesetz dann auch aus. Ja? Da kannst du eine Moschee nicht einmal für 2 Stunden zusperren, so zahnlos ist dieses ganze Ding. Aber das ist eine große Gefahr. Und die zweite große Gefahr, die ich sehe, das ist die Wahnsinnsidee der Flüchtlingsverteilung. Diese Wahnsinnsidee der Flüchtlingsverteilung gegen den Willen der Bevölkerung. Und diese Entwicklungen, denen wir immer Widerstand geleistet haben, die bekommen jetzt wieder Oberwasser. Und es ist kein Zufall, glaube ich, dass die neue Kommissionspräsidentin genau diese Frage der Flüchtlingsverteilung ist gleich die europäische Solidarität, immer natürlich mit dem Rohrstaberl verbunden. Wenn du nicht spurst, dann bringen wir dich schon dazu mit der einen oder anderen Maßnahme. Aber dass sie das natürlich ins Zentrum ihrer Aktivitäten gestellt hat. Und wenn wir von einem System der Flüchtlingsverteilung sprechen, quer über Europa, dann werden wir diese Spirale, von der vorher auch die Rede gewesen ist, niemals durchbrechen können, sondern wir werden weiter das Geschäft der organisierten Kriminalität, des Menschenhandels und der Schlepperei erledigen und wir können uns die Grenzkontrollen gleich sparen. Das ist wahrscheinlich dann die billigere Variante. Also Umverteilung ist keine Lösung des Problems, sondern Umverteilung ist eine Verschiebung des Problems. Und ich bin dankenswerterweise in einem wunderschönen Hotel untergebracht, das den klingenden Namen Titanic hat. Und wenn Sie an ein Schiff denken, das ein großes Leck hat und einen massiven Wassereinbruch, dann wird wahrscheinlich auch niemand auf die Idee kommen, dass es die bestgeeignetste Abwehrmaßnahme ist, das Wasser jetzt in sämtlichen Kabinen zu verteilen und dann zu hoffen, dass das Schiff nicht untergeht. Ich würde ja vorschlagen, das Leck zu schließen und in diese Richtung haben wir auch versucht, sowohl was den eigenen Grenzschutz betrifft, als auch was unsere Initiativen auf europäischer Ebene betrifft, die Dinge voranzutreiben. Die Europäische Union sieht das, glaube ich, ein wenig anders, denn während der effektive Außengrenzschutz, und da rede ich jetzt einmal von dem, was da immer mit Frontex erzählt wird, ja noch viele, viele Jahre entfernt ist. Und wir reden von 10.000 Leuten. Schauen Sie sich mal an, wie groß die europäische Außengrenze ist. Ja? Also es braucht Jahre, um hier Ressourcen aufzubauen. Und was wollen wir mit 10.000 Maxeln dort auch in Wahrheit erreichen? Da rede ich noch gar nicht von der Frage, welche Kompetenzen denn diese Leute dann auch haben sollen. Das ist ja die nächste Geschichte. Also während man sozusagen das irgendwo in weiter Ferne hat und den Menschen immer diese Karotte da irgendwo auch vorhält. Ja, währenddessen sind die Pläne und die Bemühungen dann tatsächlich Europa zu einem Zuwanderungskontinent zu machen, die sind sehr real und diese Umverteilungsdebatte ist eine Komponente davon.
Und der neue Kommissar für Migrationsfragen, das heißt jetzt ein bisschen anders, das heißt jetzt, glaube ich, Förderung der europäischen Lebensart, Schutz, glaube ich, hat man es nicht nennen dürfen, Förderung der europäischen Lebensart, sinnigerweise wieder ein Grieche. Ja, also das ist ja ein Grieche, folgt einem Griechen in diesem heiklen Ressort. Der hat ja bei seinem Hearing im Europäischen Parlament gar kein Geheimnis daraus gemacht, worauf er hinaus will. Ich darf Ihnen die paar Punkte nur nennen. Also der Außengrenzschutz ist in ganz, ganz weiter Ferne. Den haben wir irgendwann einmal vielleicht, und was das dann überhaupt bedeutet, da gehen die Meinungen auch weit auseinander. Besonders effektiv wird es, glaube ich, nicht werden. Aber was er sehr konkret will, ist die Abschaffung der derzeit noch möglichen Kontrollen der Binnengrenzen. Eine ganz, ganz klare Forderung. Den Ersatz der Dublin-Regelung durch einen Verteilungsschlüssel, das ist also auch etwas, was er haben will. Die Forcierung von legaler Migration als Schlüsselpriorität, und dann noch die Beiziehung von NGOs als Teil der Lösung. Ja. Das ist also das Zukunftskonzept des für Migrationsfragen zuständigen Kommissars des Teams von der Leyen. Und ehrlich gesagt, mir wird da schlecht. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was ich machen würde. Jeden Punkt würde ich genau gegenteilig behandeln, glaube ich, dann könnte es was werden. Aber so sind wir. In die falsche Richtung unterwegs, und ich glaube, wenn das passiert, dann wird sprichwörtlich Abend auf der Buster. Und wenn wir, meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt die drei Worte Europa ohne Grenzen, wenn wir es wagen, sie mit einem Fragezeichen zu versehen, und wenn wir dann auch eine Antwort wagen, die Sinn macht, dann kann das ja für jeden Patrioten, für jeden, den die Heimat am Herzen liegt, nur eine einzige Antwort geben, und das ist ein ganz, ganz klares Nein. Anders wird es nichts werden. Und es geht in dieser Frage nicht um irgendwelche sozialromantischen Ansätze. Es geht nicht um linke Utopien, es geht nicht um die Verwirklichung von gutmenschlichen Halluzinationen, sondern es wurde angesprochen, es geht um den Erhalt unserer Werte, es geht um den Erhalt des Friedens, auch in seiner sozialen Komponente, es geht um unser Eigentum, es geht um unsere Lebensart, es geht um unsere eigene Haut, kurzum, es geht um unser Überleben. Um unser Überleben und das der kommenden Generationen. Und man wundert sich schon manchmal, dass wir im Bereich der Klimadebatte jetzt eigentlich einen mehr oder weniger großen Konsens auch haben, dass etwas getan werden muss, damit wir diese Erde möglichst unbeschadet an die kommenden Generationen weitergeben. Aber warum es von den Gleichen, die das immer wieder behaupten und den Menschen auch unter diesem Deckmantel vielerlei Bürden auferlegen, die dazu keinen Beitrag leisten, sondern wo es nur ums Abkassieren geht, aber dass sich das dort noch nicht herumgesprochen hat, dass das eigentlich auch in der Frage der Bekämpfung der illegalen Migration zu gelten hätte, das entzieht sich mir nicht. Wir brauchen also Grenzen, wir brauchen Grenzkontrollen, weil der Außengrenzschutz nicht funktioniert. Und ich sage nicht, dass Grenzkontrollen, ich rede eigentlich lieber von Grenzschutz, der eine Schlüssel ist, der jedes Schloss in dieser Frage sperrt, sondern es ist eine von vielen Maßnahmen, die notwendig sind, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Und es ist nicht nur eine technische Maßnahme, die Grenzen effektiv zu kontrollieren mit einer entsprechenden Mannstärke, sondern es ist natürlich auch ein Stück Symbolpolitik. Und meine Damen und Herren, unterschätzen Sie mir nicht die Macht der Symbolpolitik. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, mit Symbolen zu arbeiten, weil diese Symbole werden verstanden und werden gehört. Und es ist das schlimmste Symbol, das man aussenden kann für die eigene Bevölkerung und das Beste für die Schlepper, wenn man ihnen sagt, es gibt auf dem Weg von Griechenland bis nach Deutschland keine Grenzkontrollen mehr. Nun, ich glaube, für jeden, der eine Sekunde lang nachdenkt, ist es ziemlich klar, dass weder Österreich noch Deutschland die ganze Welt aufnehmen kann, das geht sich schlicht und ergreifend nicht aus. Man wundert sich, dass sich dieses Gerücht dann trotzdem hält, dass es möglich wäre. Und ich denke, dass die Grundproblematik diejenige ist, dass das Maß längst überschritten ist. Ich halte in der ganzen Politik, und ich habe das als Innenminister immer so betrieben, die Frage des Maßes für eine zentrale Kategorie.
Das Maß ist dort, wo Quantität und Qualität eine Verbindung eingehen. Also wenn Sie mir jeden Tag ein Haar ausreißen, dann wird lange nichts passieren. Aber irgendwann einmal wird aus einem behaarten Ex-Innenminister glotzerter Ex-Innenminister werden. Dann hat eine quantitative Veränderung zu einer qualitativen Veränderung geführt. Und dann ist das Maß verloren gegangen. Und genau das ist die Entwicklung, die wir im Bereich der Migration leben. Und wir müssen auch ganz ehrlich sein, dass der Großteil der Menschen, die hierher zu uns kommen, nicht Menschen sind, die Sicherheit bei uns suchen. Das ist eine Geschichte, die uns aufgetischt wird, sondern der Großteil strebt nach Wohlstand, nach einem Anteil am Wohlstand. Und das ist etwas, was persönlich natürlich verständlich ist, das kann man nachvollziehen. Aber als Politiker, der für einen bestimmten Bereich auch zuständig ist, ist es meine Aufgabe, den Wohlstand derer zu verteidigen, die davon betroffen sind, dass auf ihn zugegriffen wird. Und ich glaube, diesen Konflikt muss man dann auch mit der entsprechenden Konsequenz und Nachhaltigkeit führen. Also Grenzen kann man unmittelbar schützen, direkt schützen, dazu zählt das System der Grenzkontrolle, aber es braucht auch viele, viele mittelbare Dinge, um Grenzen quasi indirekt zu schützen, dadurch, dass man den Druck auf sie vermindert. Und da ist es natürlich Gift, ein Sozialsystem zu haben, das wie der große Honigtopf am Küchentisch steht und alle haben Lust auf Süßes. Ja, dann muss man diesen Honigtopf eliminieren. Und das ist etwas, was wir versucht haben, in unserer Regierungstätigkeit in Österreich in Angriff zu nehmen. Ich habe schon angesprochen, dass wir die Mindestsicherung als soziales Sicherungs- und Auffangsystem haben. Und wenn man sich die Zahlen der Bezieher anschaut, dann ist es erschütternd. Mehr als 50% derer, die dieses soziale Sicherungssystem in Anspruch nehmen, 900 Euro in etwa im Monat, sind keine österreichischen Staatsbürger. Jetzt könnte man sagen, naja, das sind wahrscheinlich EU-Bürger und die Europäische Union ist so groß, das sind 3-4%. Das macht das Kraut nicht fett. Nein, das sind Leute, die zu uns gekommen sind als Schutzsuchende, das sind Leute, die bei uns den Asylstatus bekommen haben und die daraus ein lukratives Einkommensmodell entwickelt haben. Und wir haben versucht, das abzustellen, haben quasi von Geld auf Sachleistungen umgestellt und haben gesagt, wir ziehen dir gleich einmal einen Sprachkurs für die deutsche Sprache, die man ja brauchen wird, wenn man hier sich integrieren will, ab. Und dann gibt es nur mehr den Rest in Form von Geldleistungen. Das Problem ist, dass uns der Verfassungsgerichtshof hier einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Die Linken haben es beeinsprucht, selbstverständlich, das war ja ein Anschlag auf die Humanität. Also ist man zum Verfassungsgerichtshof gegangen, hat das quasi dort beeinsprucht. Und der Verfassungsgerichtshof hat dann in einem Punkt festgestellt, also wirklich seltsam, in welcher Welt man dort auch lebt, dass die Kenntnis der deutschen Sprache eigentlich nicht wirklich von Relevanz für Erfolg am Arbeitsmarkt ist. Ja? Und da fragt man sich dann wirklich, was in diesem Land los ist, ob da wirklich nur mal der Schwanz mit dem Hund wackelt und nicht umgekehrt, wie es sein sollte. Also das System, das wir gegenwärtig haben, ist, glaube ich, ein ökonomischer Wahnsinn, es ist ein sozialer Wahnsinn und es ist auch ein integrationspolitischer Wahnsinn. Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Vortrag nachgesehen bei einer Studie des österreichischen Integrationsfonds. Das sind ja die, die sich sehr um die Integration bemühen, die glauben, dass man irgendwelche islamistischen Fundamentalisten mit einem 14-tägigen Wertekurs bekehren kann. Na, viel Glück. Aber die haben dann eine entsprechende Studie auch erstellt. Da hat man 700 Jugendliche genauer befragt. Afghanen, Syrer, Tschetschenen, also quasi das ist ohnehin die Hitliste derer, die zu uns kommen und um Asyl ansuchen. Und die Ergebnisse sind erschütternd. Mehr als die Hälfte der befragten afghanischen Jugendlichen sehen Gewalt als legitimes Mittel an. Das ist auch das, was die Polizei im täglichen Straßenkampf zum Beispiel in Wien erlebt. Ja, da bist du kein Repräsentant des Rechtsstaates, sondern ein willkommener Sparringpartner. Ja, und wenn du dann noch einen Minister hast, der nicht hinter dir steht, dann hast du die Scherereien auch noch, wenn du dich verteidigst als Polizist. Also weit haben wir es gebracht. 55% dieser afghanischen Jugendlichen sehen islamische Regeln wichtiger als die österreichischen Gesetze und 2/3 sind der Meinung, dass Juden sowieso der Feind aller Muslime sind und meine sehr geehrten Damen und Herren, dann wissen wir, wenn wir von einem oder was wir meinen, wenn wir vom Ende Europas sprechen, wenn wir diese Entwicklungen betrachten und ich glaube, da braucht es unsere
ganz, ganz entschlossene Gegenwehr. Wir von Seiten der Freiheitlichen Partei sind dazu bereit, egal ob wir das aus Regierungsverantwortung heraus machen oder ob wir das als oppositionelle Kraft in Angriff nehmen. Und ich freue mich über jeden, der mit uns in die gleiche Kerbe schlägt. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe vom direkten und vom indirekten Grenzschutz gesprochen und ich möchte Ihnen einfach noch ein bisschen etwas erzählen, was ich als Innenminister so alles aufgeführt habe. Ja, da ist ja einiges passiert und die Wogen sind hochgegangen und die war ja, also in diesen Hitlisten, die da überall geführt werden, wo man alle Bösen auflistet, eine Zeit lang auch europaweit recht präsent. In Österreich habe ich den Wettbewerb ohnehin schon viele Jahre gewonnen. Also da hat es vielen, vielen Wirbel gegeben für eine Fülle von Maßnahmen, wo, wenn ich mit den Leuten darüber gesprochen habe, die Reaktion immer die gleiche war. Die haben gesagt, sowieso gibt es das alles noch gar nicht. Ich habe immer gedacht, das gibt es schon. Ja? Und das zeigt, welche Versäumnisse es hier in der Vergangenheit auch gegeben hat. Also ich habe zum Beispiel eine wirkliche Schwerpunktsetzung im Bereich des Fremdenrechts gemacht, mit lauter Maßnahmen, die es den Asylwerbern schwieriger machen, mit ihren Lügengeschichten durchzukommen. Also eine der Maßnahmen war zum Beispiel das Konfiszieren von Handys, ja, damit wir einfach über diese automatischen Einloggungen, die da passieren auf der Reiseroute, und interessanterweise hat jeder so ein Handy und da sind auch Fotos drauf, dass wir dann feststellen können, was die tatsächliche Reiseroute ist und das einmal vergleichen können mit der Reiseroute, die uns erzählt wird. Ja. Also es ist abenteuerlich, welche Diskrepanzen sich da dann auch auftun. Das war eine der Maßnahmen. Ich habe begonnen, Leute, die mit einer entsprechenden Barschaft unterwegs sind, und das sind gar nicht so wenige, denen auch das Geld abzunehmen. Ich habe ihnen gesagt, wenn ihr hierher kommt, dann bitteschön, dann leistet aber auch einen Beitrag dazu, dass ihr hier versorgt werdet. Ich glaube, das ist jedem zuzumuten. Und wenn er im Besitz von Geld ist, dann soll er auch einen Beitrag dazu leisten. Ich habe begonnen zu überprüfen, wie oft Leute nach Hause fahren, also in das Land, wo sie angeblich verfolgt sind, um dort Verwandte zu besuchen oder einen Urlaub zu machen. Und wir haben dann begonnen, hier auch mit entsprechenden Aberkennungsverfahren des Asylstatus rigoros durchzugreifen. Ich habe, nachdem ich festgestellt habe, dass die Zahl der Übergriffe und vor allem dann auch der Straftaten, zum Beispiel mit Hieb- und Stichwaffen, in bestimmten Communities überhand nimmt, ein entsprechendes Waffenverbot für Asylwerber, auch was das Messer betrifft, ausgesprochen, sodass man dann, wenn man jemanden erwischt, sofort mit einer entsprechenden Strafe hineingeht und die Strafe ist quasi ein Erschwernisgrund im laufenden Asylverfahren und kann das Ganze abkürzen. Das war eine solche Maßnahme. Ich habe Schwerpunktmaßnahmen im gesamten Land in den sogenannten Hotspots gesetzt, weil wir ja wissen, wo sich die Illegalen gerne herumtreiben und wo dann auch die organisierte Kriminalität sich ihrer bedient. Also man hat dann gesagt, ich überziehe das Land mit einem ganzen Netz von Razzien. Ja, das habe ich gemacht und zwar nicht nur mit Polizisten, sondern ich habe gleich die Fremdenbehörde mitgeschickt, damit man dann an Ort und Stelle auch gleich die entsprechenden Aberkennungsverfahren einleiten kann, die Dinge quasi nied- und nagelfest machen und nicht sozusagen die eine Behörde nicht weiß, was die andere tut. Und da sind wir sehr, sehr erfolgreich gewesen. Ich habe die Zahl der Aberkennungsverfahren ganz massiv in die Höhe gebracht und habe, nachdem wir einen großen Rucksack aus dem Jahr 2015 abgebaut haben, begonnen auch zu überprüfen, ob nach einer bestimmten Zeit die Fluchtgründe überhaupt noch bestehen. Da hat sich ja nie ein Mensch darum gekümmert. Ja? Jetzt haben wir mal geschaut, nach 3 Jahren, bevor dann die wirkliche Verfestigung dann auch eintritt, gibt es die Fluchtgründe überhaupt nicht. Und auch dort sind wir in vielen, vielen Fällen zu Aberkennungen des Asylstatus gekommen. Weil das ist mir auch ein wesentliches Prinzip, dass wir sagen, dass Asylschutz auf Zeit ist. Eine besondere Problematik, die sich
stellt, wenn man Asylpolitik macht, ist, wie geht man mit denjenigen um, die einen rechtskräftig negativen Asylbescheid haben, die aber von ihrem Heimatland nicht zurückgenommen werden, ja, weil sich die Herrschaften dort einfach weigern. Das ist übrigens ein riesiges Problem der Europäischen Union, die da bei Weitem nicht alle Instrumente einsetzt, die sie an der Hand hätte, um hier einen entsprechenden Druck auszuüben. Das bisschen Visa streichen für ein paar Präsidentengattinnen, also das ist etwas, was man, ja, also da könnte man deutlich die Schlagzahl erhöhen. Ja, also da gäbe es auch viel, viel mehr zu tun. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Wo bringen wir diese Leute hin? Und ich habe hier versucht, ein anderes Modell zu entwickeln, und es ist uns tatsächlich gelungen, hier eine Kooperation mit einem Balkanstaat zustande zu bringen, der uns diese Leute auch nimmt. Das heißt, ich habe gesagt, gut, wir bringen dich nicht in dein Heimatland zurück, das schaffen wir aus diversen Gründen nicht, da steht uns die Rechtsordnung im Weg, schützt aus meiner Sicht einmal mehr die Falschen, aber in Österreich bleibst du auch nicht. Ja, und so haben wir hier einen Vertrag mit einem Land zustande gebracht. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist. Ich befürchte das Schlimmste, denn zurzeit arbeitet man ja im österreichischen Innenministerium an einer Art Damnatio Memoriae, wenn es um meine Zeit als Innenminister geht. Da wird ja alles entfernt. Ich warte nur noch, bis der Teppich hinausgerissen wird, den ich neu verlegen habe lassen, weil der heute schon so schleißig war. Aber es wird alles rückgängig gemacht. Ich habe die Regelung abgedreht, dass man als Asylwerber eine Lehre beginnen kann. Das war eine Art, wo wir festgestellt haben, niemand hat da vorher eine Statistik geführt, aber wenn man mal angeschaut, wann beginnen denn diese Leute die Lehre? Und das Interessante ist, die haben die Lehre nicht begonnen, wie sie ins Land gekommen sind, sondern die haben die Lehre dann begonnen, wo der erste negative Asylbescheid da gewesen ist. Ja? Das war der Großteil derer, die in die Lehre gegangen sind. Das heißt, sie haben das eigentlich nur verwendet, um Zeit zu gewinnen und das Verfahren weiter zu verschleppen. Und dem wollte ich einen Strich durch die Rechnung machen, und deswegen haben wir diese Regelung quasi abgestellt. Und ich habe auch bei den Altfällen eine Regelung durchgesetzt, wo ich gesagt habe, selbst die Tatsache, dass jemand sich in einem Lehrverhältnis befindet, ist nicht stärker als ein rechtskräftig negativer Asylbescheid, wenn er in dieser Phase erfolgt. Das heißt, der Rechtsstaat muss stärker sein als die ökonomischen Interessen des einen oder anderen Betriebs, weil ich habe dort auch festgestellt, dass plötzlich sehr viele NGOs und andere dann begonnen haben, auch Lehrausbildungen anzubieten, dafür, dass die Leute irgendwelche Suppen und Kaffeetassen in der Gegend herumserviert haben. Davon hat dann auch bei der Rückkehr niemand irgendetwas. Das hat für einen großen Aufschrei gesorgt. In Österreich die Erstaufnahmezentren für beendet erklärt. Also es hat mit Frühjahr des letzten Jahres in Österreich kein Erstaufnahmezentrum mehr gegeben, es hat nur mehr Ausreisezentren gegeben. Das ist auch ein Stück Symbolpolitik. Aber das war gut begründet, einfach deshalb, weil ich gesehen habe, dass der Großteil derer, die da kommen, ohnehin unter Voraussetzungen kommen, dass ich weiß, die werden kein Asyl in Österreich erhalten, also wollen wir sie gar nicht in ein Erstaufnahmezentrum bringen und dann in die verschiedenen Quartiere in den Bundesländern verlegen, wo die Bevölkerung ohnehin keine Freude damit hat, sondern behalten wir sie gleich im Ausreisezentrum, wickeln das dort in einem Schnellverfahren ab und bringen die Leute wieder außer Landes. Das war ein sehr erfolgreiches Konzept, weil ich da dann auch noch eine entsprechende Hausordnung draufgelegt habe mit einer nächtlichen Anwesenheitspflicht. Und jetzt weiß ich, dass ich niemanden einsperren kann, aber ich weiß auch, wo die Leute gern sind, immer in der Nähe von Ballungsräumen. Und diejenigen, die sich nicht daran gehalten haben, die sind dann in eine Gegend gekommen, wo es sehr wenig Leute, aber sehr viel Landschaft gegeben hat. Also da habe ich ein Ausweichquartier dann auch in den Tiroler Alpen gefunden, und das hat sich sehr, sehr bewährt. Kaum war ich nicht mehr Innenminister, sind meine Nachfolger dort schon weich geworden. Dort hat es einen Hungerstreik gegeben, weil das alles so furchtbar ist und die Leute vereinsamen und sie haben keinen Kontakt zur Dorfbevölkerung und, und. Die meisten haben ohnehin nur darauf gewartet, abgeschoben zu werden oder hätten jederzeit das Flugzeug oder einen Zug besteigen können, um Österreich zu verlassen. Aber man hat dem nachgegeben und hat dann diese Stelle entsprechend wieder geschlossen. Und noch etwas, weil das so ein bisschen den politischen Alltag, und ich glaube, das wird in Deutschland nicht viel anders sein als in Österreich, sehr gut auf den Punkt bringt.
Ich habe rigoros abgeschoben. Ich habe keine einzige Intervention durchgehen lassen. Und Sie können mir glauben, es hagelt Interventionen, wenn man dort als Innenminister an dieser Stelle sitzt. Jeder kennt jemand. Jeder glaubt, dass sein Fall und denjenigen, den er zu protegieren hat, jemand ist, für den das alles nicht zu gelten hat, von mir aus für alle anderen, aber für den Fall nicht. Ich habe Interventionen des Bundespräsidenten mehrfach abgelehnt und ich habe den Herrn Bundespräsidenten darauf hingewiesen, dass ich nichts anderes tue, als Gesetze zu vollziehen, die entweder er oder sein Vorgänger, und das sind beides keine Rechten, ja, unterschrieben haben. Und ich habe ihn, als das dann nicht aufgehört hat, auch gesagt, Herr Bundespräsident, ich mache Sie darauf aufmerksam, ich könnte diese Interventionen auch als Aufforderung zum Amtsmissbrauch verstehen. Soweit wollen wir es nicht kommen lassen, ich mache Sie nur darauf aufmerksam, Sie haben die Gesetze gleichermaßen zu vollziehen, wie ich das zu tun habe. Und so ist es dann auch gekommen. Und das Gleiche... Und das Gleiche gilt für Interventionen von geistlichen Würdenträgern. Die hat es auch zuhauf gegeben. Und das ist mir ein gewisses Rätsel, wo ich manchmal auch meine Mitgliedschaft in der katholischen Kirche kritisch zu hinterfragen beginne. Wenn man dann so etwas Ähnliches wie das Kirchenasyl erfindet und sich die Klöster dann zur Verfügung stellen, um ausgerechnet dann die Moslems dort drinnen zu beherbergen. Die entdecken dann alle plötzlich ihre Liebe zum Christentum. Das Ganze wird groß aufgeblasen, in die Öffentlichkeit gebracht und dann argumentiert man mit der vorhandenen Öffentlichkeit, dass eine Rückführung unmöglich ist, weil derjenige ja im Heimatland dann Schaden nehmen könnte, weil man weiß, dass er sich mit den Christen eingelassen hat. Ja? Also das sind so die Spielereien, mit denen man es dort zu tun hat. Und da gibt es verschiedene Moden. Das war so die letzte, die ich mitgemacht habe, dieses Verbarrikadieren in irgendwelchen Klöstern. Aber Sie können mir glauben, irgendwann einmal kommen es dort raus und dann haben wir schon gewartet. Und es hat sich nicht durchgesetzt. Ich habe auch, das hat auch zu vielen Diskussionen geführt, das Taschengeld, gar nicht das Taschengeld, sondern ein Honorar für freiwillige Tätigkeiten, die Asylwerber ausüben dürfen, die sind ja voll versorgt, also da fehlt es ja an nichts. Das ist ja inklusive eines Taschengelds, das sie auch bekommen, aber die sind voll versorgt, medizinisch, Kleidung, alles, Dach über dem Kopf. Da gibt es alles, aber sie dürfen sich etwas dazu verdienen in bescheidenem Ausmaß, wenn sie in der Flüchtlingsunterkunft mitarbeiten. Und da hat es ja Summen gegeben, wo ich mir gedacht habe, das gibt es ja nicht. Zwischen 6 und 9 Euro die Stunde dafür, dass jemand den Putzfetzen nimmt und in seiner eigenen Unterkunft den Boden zusammenwischt. Ja? Oder dass man in der Küche, die einen verköstigt, dann ein wenig mithilft und auch einen Beitrag dazu leistet. Ich wollte sie auf Null setzen, sage ich ganz ehrlich, weil ich mir gedacht habe, also wenn ihr etwas von uns haben wollt, dann könnt ihr auch hier etwas einbringen. Das war der ÖVP dann ein wenig zu viel und ich habe mich dann auf 1,50 Euro festlegen lassen. Das ist keine Zufallszahl, sondern ich habe mir einfach ausgerechnet, was unsere Grundwehrdiener, die also einrücken müssen, ja, die das Vaterland verteidigen müssen im Fall der Fälle, und was die Zivildiener, die auch eine harte Arbeit leisten, was die umgerechnet verdienen, wenn ich es auf einen Stundenlohn herunterbreche, und da war ich bei den 1,50 Euro. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, also das ist ja wohl nur ein Akt der Gerechtigkeit, wenn die einen auch nicht mehr bekommen. Aber dafür bin ich fast durch Sonne und Mond geschossen worden, weil ich eine derartige Unmenschlichkeit begehen konnte. Aber das zeigt, wie verkehrt und wie pervertiert dieses ganze System schon ist. Und noch etwas habe ich gemacht, ich komme jetzt eh schon zum Ende. Zwei Dinge vielleicht noch, die ich erwähnen möchte. Ich habe die NGOs, die ja jetzt mit der grünen Regierungsbeteiligung sogar in Regierungsämtern sitzen und die Kabinette, also die Büros der Minister, nur so fluten. Ich habe die NGOs hinausgedrängt aus der Flüchtlingsbetreuung. Ja. Ich habe gesagt, die Flüchtlingsbetreuung, bitteschön, das ist eine hoheitliche Aufgabe und das ist kein Betätigungsfeld für irgendwelche Verschlepper, die dann das Geschäft der Schlepper in weiterer Folge noch einmal verlängern, ja, und nur ein Interesse daran haben, dass das alles möglichst lang dauert. Ich habe das quasi also den Verschleppern, den NGOs aus der Hand genommen und verstaatlicht in einer eigenen Betreuungs- und Beratungsagentur, wo die gesamte Unterbringung, Rechtsberatung und alle diese Dinge von Seiten des Staates übernommen werden. Naja, man kann sich vorstellen, wie die Reaktion der Linken darauf gewesen ist, aber ich glaube, dass das der einzige Weg ist, um die Verfahren auch in einer entsprechenden Kürze abwickeln zu
können. Ja, und was den Grenzschutz betrifft, habe ich nicht nur die Grenzkontrollen verlängert, sondern ich habe noch etwas anderes getan. Ich habe auch eine eigene Grenzschutzeinheit aufgestellt. Also jetzt wirkliche Polizeiexperten für den, sagen wir es einmal so, grenzübergreifenden Kampf auch gegen die organisierte Kriminalität. Und damit haben wir es ja zu tun. Das ist ja nie nur sozusagen die Schlepperei alleine, sondern da hängt ja vieles dran. Da sind meistens Drogen mit dem Spiel, da geht es um Waffenhandel, um lauter solche Dinge. Das ist immer ein ungustiöses Gesamtpaket. Und da haben wir eine eigene Grenzschutztruppe eingerichtet. Und ich habe noch was anderes gemacht, was für großen Wirbel gesorgt hat. Das hört man mir bis heute vor. Ich habe sie üben lassen. Man stelle sich vor, ja, ich habe tatsächlich dort, wo 2015 der Druck an der Grenze ganz groß gewesen ist und wo die Polizisten damals hilflos gestanden sind mit ausgestreckten Händen und überrollt worden sind, dort habe ich eine große Übung durchgeführt, gemeinsam mit Kräften des Bundesheeres. Dort haben wir dann einen Zaun aufgezogen, einen richtigen Zaun, nicht so einen Hasenstallzaun, wie ihn die Vorgängerregierung organisiert hat. Wir haben dort wirklich schweres Gerät auch aufgefahren. Wir haben dort Hubschrauber in der Luft gehabt, wir haben Wasserwerfer gehabt, alles, was dazugehört, um nicht nur von einer Grenzkontrolle nach dem Motto Grüß Gott, bitteschön, recht freundlich, dort hinten tun wir fotografieren und dann gibt es den Fingerabdruck und dann bitte weiter spazieren, sondern von einer echten Grenzabwehr, von einem echten Grenzschutz. Und das muss man üben, sonst kann man es dann nicht, wenn man es braucht. Und das hat sich sehr schnell herumgesprochen. Ich muss zugeben, die Slowenen haben damals keine große Freude gehabt. Ich habe sie zwar eingeladen mitzumachen, aber das wollten sie nicht. Und gesagt, na gut, dann machen wir es halt allein. Aber das war ein ganz, ganz wichtiges Signal, auch in unsere Nachbarländer, dass wenn so etwas wie 2015 noch einmal passiert, dann werden wir unmittelbar an der Grenze stehen und nicht 10 Meter und nicht 20 und nicht 30 Meter dahinter, weil dann ist der Schaden schon angerichtet. Und ich glaube, dass das auch ein gewisser Impuls für unsere Nachbarländer im Südosten gewesen ist, dann auch selbst ihre Grenzschutzbemühungen zu intensivieren, weil spätestens bei uns wäre dann Schluss gewesen und wer will dann schon am Rückstau sitzen bleiben, nicht? Also das war durchaus motivierend. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, so gesehen ist es uns, glaube ich, gelungen, den Rückstau von 2015 gut abzuarbeiten. Gleichzeitig den Neuzuzug von Asylwerbern unter Kontrolle zu bekommen und deutlich zu reduzieren, weil wir einfach weniger attraktiv geworden sind. Und dann geht es um einen letzten Punkt, der mir besonders wichtig ist, und auch das habe ich heute schon einmal angesprochen, dass ich versucht habe, das Asylsystem natürlich mit internationalen Partnern, weil alleine geht das nicht, insgesamt umzudrehen. Wir kommen mit diesem System des Hinterherlaufens und Reparierens nicht weiter. Das müssen wir tun, das ist die Flickschusterei, die bleibt uns nicht erspart. Aber wir müssen insgesamt uns zu dem Schritt durchringen, dass wir das Asylsystem so umstellen, dass diese Schutzmechanismen nur mehr innerhalb eines Kontinents greifen. Die Afrikaner sind für die Afrikaner zuständig, der Nahe und Mittlere Osten ist für diese Region zuständig und die Europäische Union ist dann zuständig, wenn jemand aus einem unmittelbaren Nachbarland kommt und nicht ein einziges sicheres anderes Land durchquert hat. Und das muss man durchsetzen. Ich weiß, dass das schwierig ist. Ich weiß, dass wenn man das versucht, auch das eine oder andere unschöne Bild entstehen wird. Ja? Aber wenn wir es nicht tun, dann werden auch unschöne Bilder entstehen. Unschöne Bilder in unseren Städten, unschöne Bilder in unserer Heimat und wir werden den Punkt erreichen, wo wir unser Heimatland nicht wiedererkennen. Dazu möchte ich keinen Beitrag leisten. Ich werde alles unternehmen, egal in welcher Funktion auch immer, solange ich auf der politischen Bühne bin, diesem Treiben ein Ende zu setzen. Danke. Lieber Herr Kickel, ganz herzlichen Dank. Ich hätte mir gewünscht, dass wir in Deutschland nur einen Bruchteil dessen, was Sie umgesetzt haben, hier in Deutschland umgesetzt hätten. Dann stünde manches besser. Aber das, was Sie am Ende gesagt haben, das muss eigentlich das Ziel sein. Jeder Kontinent ist für seine Menschen selbst verantwortlich. Und ich lasse das gerade auch bei uns in der Stiftung mal zu Papier bringen. Da gibt es Möglichkeiten. Sie sagten, kein Visum für die Potentaten, die in Heerscharen nach Paris fahren, damit die Damen einkaufen können.
Man kann Konten sperren und sagen, liebe Leute, ihr seid ein reicher Kontinent in Afrika, reicher als wir. Wir haben nur unsere Gehirne und die verblöden gerade in der Schule. Es tut mir leid. Lieber Herr Kickel, Sie haben noch interessante Ausführungen am Ende gemacht. Wir als politische Stiftung sind ja keine Partei und wir machen deutlich, was politische Parteien machen könnten. Sie haben uns aus Ihrer Erfahrung berichtet. Die AfD sammelt ihre eigenen Erfahrungen derzeit und Sie haben auch einige Prämissen aufgestellt. Ich will noch etwas anfügen, ich glaube, was auch wichtig ist. Theodor Fontane, der hatte voriges Jahr auch ein großes Jubiläum, sagte, Tränen lassen nichts gelingen. Wer schaffen will, muss fröhlich sein, sonst kann man andere auch nicht mitreißen. Ich bedanke mich herzlich und wünsche Ihnen alles Gute in Österreich und hoffe, dass wir uns wiedersehen. Hier eine kleine Gabe. Nachdenken für Deutschland. Das sind Beiträge der Kuratoren unserer Stiftung, zu dem auch Professor Höbelt gehört übrigens. Alles Gute. Wiederschauen. Vielen, vielen Dank.